Damit moin Leute und willkommen hier zum, ich glaube inzwischen 12. Part von Super Mario Odyssey. Im letzten Part haben wir ja, wenn ich mich noch richtig erinnere, ich glaube ich den Boss aus der Welt geholt. Ich nehme es gerade an zwei unterschiedlichen Tagen auf. Und haben dann noch ein paar Monde gesucht und halt auch gefunden dann. Oh, was haben wir hier jetzt? In dem Stein drin. Hallo Steinchen, gehst du auf? Steinchen? Stein geht nicht auf. Auf jeden Fall werden wir heute in diesem Part, oh, jetzt ist der Stein auf, es war ein Mond drin, werden wir nämlich heute in diesem Part noch ein bisschen, naja, ich würde es jetzt nicht die Backtracking aus der Welt bezeichnen, aber eigentlich ist das genau das, was wir machen werden. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen die Welt absuchen, nach noch ein paar Monden, nach noch ein paar Münzen, und werden dann den Boss holen, damit wir erstmal dann noch ein paar mehr Monde dann vor dem Boss aus der Welt haben, vor dem spezifischen Boss, weil den Doodle haben wir ja schon gekillt, denn ihr habt ja, glaube ich, auch im letzten Part noch gesehen, wie dort noch dieses eine Raumschiff gelandet ist. Okay, hier ist noch ein Hasse, da hat noch einen Mond, wieder haben wir schon mal zwei Monde. Und dazu gehört nämlich auch Folgendes. Deswegen bin ich ja auch gerade eben am Spawn, weil hier kann man nämlich von hier aus auch am besten dahin. Was hat der jetzt hier zu melden? Hallo? Die Handlanger des Ungeheuers dürfen auf keinen Fall das geheime Blumenfeld ausfindig machen. Der Zugang ist dort vorne, aber wir wagen es nicht, uns ihnen alleine entgegenzustellen. Wir brauchen Hilfe. Ja, da können wir ja jetzt mal kommen. Denn, was mir ja im letzten Part noch aufgefallen ist, ja, ich habe ja noch was vergessen. Und zwar nämlich, hier unten, in dieser Röhre drin, ist ja eine Sub-Area. Und eigentlich gibt es ja pro Sub-Area immer zwei Monde. Problem ist bloß, wo wir das letzte Mal gesucht hatten, hatten wir, ja, nur einen Mond gefunden. Und ich schwimme jetzt hier erstmal natürlich in die Fassung rein. Das ist natürlich jetzt perfekt. Deswegen werde ich jetzt einfach mal die Kamera so ein bisschen platzieren. Denn ich habe die Vermutung, ja, dass hier oben sich noch ein Mond befindet. Ja, und damit haben wir es auch. Damit haben wir den Mond, den zweiten Mond aus der Sub-Area. Das ist gut. Und dann haben wir die hier nämlich auch gleich nochmal abgeschlossen. Das ist schon mal nice. Weil das hatte uns ja auch noch gefehlt gehabt, um das Ganze hier abzuschließen. Und da können wir jetzt hier gleich nochmal so hier richtig schnell heraus. Und damit haben wir auch hier den Mond jetzt nochmal fertig. Und ja, ich glaube, es hat sich hier auch noch generell einiges getan. Ich denke mal, da unten im Deep Woods, also da unten, wo der Dinosaurier war, da haben wir, glaube ich, alles. Bin ich mir aber nicht so 100% sicher. Wie gesagt, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. So, jetzt. Ja, können wir hier uns wieder das Ding holen und können dann damit hier erstmal noch weiter fortfahren. Wie gesagt, wir waren das letzte Mal jetzt noch nicht so weit gekommen. Das ist noch ein Problem. Wir sind dort gerade mal bis zu den, ich weiß gar nicht mal, wo wir da genau hingekommen sind, aber wir sind auf jeden Fall noch nicht so weit gekommen. Das war, ja stimmt, hier sind ja jetzt noch die Teile versperrt. Okay, nee, dann müssen wir uns doch warpen. Dann müssen wir, kommen wir jetzt dahin? Hier? Ich glaube hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee. Dann hier. Ich glaube, beim Gipfelpfad war es. Ich glaube, beim Gipfelpfad. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, hier war's. Und hier kommen wir dann nämlich zu der höher gelegenen Ebene aus dem Kingdom. Und da ist dann nämlich auch, glaube ich, der Boss. Denn ja, hier sind wir nämlich, haben wir beim letzten Part aufgehört. Und da haben wir jetzt ja das Ganze auch. Hier, ich glaube, hier ist irgendwo ein Mond. Das sieht zumindest ziemlich obvious aus. Captain Obvious ist mal wieder am Start. Und heute werde ich mich auch nicht beim Tag vertun. Ich weiß, im letzten Part hatte ich mich übelst beim Tag vertan. Ja, ich glaube, da geht's rein, oder? Ja, hier geht's rein. Oh, what? Hier ist einfach... Oh, jetzt ist er tot. Hier ist eine 2D-Passage. Ja, moin. Ja, im letzten Part hatte ich mich übelst vertan gehabt. Was das Ding mit dem Datum angeht. Irgendwelche Bomben. Was das Ding mit dem Datum angeht. Und zwar hatte ich mich mal sowas von vertan. Ich hatte einfach am letzten Part, in der letzten Minute noch gesagt, schöne Weihnachten, wobei wir heute erst einen Dienstag haben. Ja, das kommt
voraussichtlich am genau denselben Tag online wie das Video, wo ich das gesagt hatte. Nochmal sorry dafür, ihr könnt es da unten am Datum sehen, wo wir gerade den Mond gesammelt haben. Ich nehme das gerade eben noch an einem anderen Tag auf. So, und was ist das jetzt hier? Ach, da ist ein Panzer. Da müssen wir uns selbst so ein Panzer klappen. Dann geht's ab. Da will ich jetzt bloß nochmal gucken, dass wir hier nichts verpassen. Ob jetzt hier noch irgendwo irgendwas ist. Da unten geht's runter. Aber ich glaube, das ist nicht der vorgesehene Weg, sich jetzt hier einfach runterzustürzen. Da drüben ist auch noch was. Aber das ist, glaube ich, mit dem Gemälde. Ja, das ist mit dem Gemälde verbunden. Da können wir jetzt noch nicht hin. Weil da könnt ihr ganz leicht sehen, da ist ein Gemälde. Das können wir jetzt noch nicht holen. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir uns den Mond hier drüben holen können. Ich habe eine Idee. Komm mal her, Kollege. So. Oh, Legchen. Komm mal her. Zack. Und jetzt können wir damit. Da vorne ist auch noch ein Coin. Ah, hier. Können wir uns das damit holen. Müssen wir hier mal gucken. Ist da unten noch was? Da unten ist auch noch was. Dann holen wir uns hier nochmal die Coins. Die Walnuss da unten haben wir, glaube ich, schon. Ja, die haben wir schon. Da fehlt uns dann nichts mehr. Hier können wir uns jetzt noch die Coins holen. Ey, wir haben schon 81 Coins. Wir sind ja eigentlich schon übelst weit. Ah, nee, falsch. So. Dann müssen wir dann hier wieder raus. Und müssen dann hier rüber dann da runter springen. Haben dann hier noch ein paar Coins. So, zack. 84 jetzt collected. Da haben wir wirklich extrem viel jetzt inzwischen. Ist hier drüben auf der anderen Seite noch was? Nee, es sollte eigentlich nicht sein. Nee. Hier ist, glaube ich, nichts. Nee. Ja, gut, dann können wir uns ja einfach wieder hoch teleportieren. Hier, Station 8, können wir uns einfach wieder hin teleporten. Und haben dann das Ganze auch wieder abgeschlossen. Let's go. Ja, generell fehlen uns nicht mehr so viele Monde, glaube ich. Also wir haben da schon wirklich relativ viele jetzt inzwischen. Ich glaube, das Postland. Oh. Ich glaube, das Postland ist jetzt auch generell jetzt nicht so das größte Kingdom, was Monde angeht. Das merken wir ja auch schon an den Coins, die wir extrem schnell uns besorgen können. Okay, nice. Hier ist ein Königsherz drin. Das ist, glaube ich, wie ein Bosskampf ausgelegt. Wie gesagt, es könnte auch sein, dass es heute schon was mit dem Bosskampf wird. Angesetzt war aber erstmal die Mondsuche. Ich guck mal, ob hier drin noch was ist. Nee, hier ist nicht drin. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, diese Teile kaputt schießen. Ja. Diese Teile müssen wir kaputt schießen. Zack. Und damit haben wir es, glaube ich, abgeschlossen. Ja, damit haben wir es abgeschlossen. Okay, let's go. Damit haben wir jetzt noch einen Mond. Und zwar nämlich, achso, das war jetzt erstmal ein Special Missionsmond. Und zwar nämlich Geheimes Blumenfeld war. Okay, gut. Da haben wir den Mond. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt hier reingehen, wir uns, ja, dann gehen wir in den Bossfight rein. Wenn wir jetzt hier reingehen, dann dort runterspringen, kommen wir, glaube ich, in den Bossfight rein. Habe ich für den Part jetzt noch nicht angesetzt. Habe ich für den Part jetzt, wie gesagt, noch nicht angesetzt. Glaube ich, machen wir auch noch nicht. Ich möchte mal gucken, ob wir hier rüberkommen. Okay, nice. Wir kommen von hier aus hier rüber. Denn hier auf dieser Stage sollten nämlich noch hier drüben irgendwo noch Coins sein. Wenn ich das damals richtig gesehen hatte. Und hier waren auch Coins. Ja, hier drüben waren dann noch Coins. Okay, gut. Dann haben wir die Coins hier auch noch. Auch wenn wir eigentlich auf die Art und Weise hier hinkommen sollten. Aber dann haben wir das auch noch. Okay, gut. Ja. Da fehlt jetzt eigentlich gar nicht mal mehr so viel. Da fehlt jetzt echt nicht mehr so viel. Da können wir jetzt ja mal wieder irgendwie gucken, ob wir hier rauskommen wieder. Weil ich glaube, eigentlich ist das gar nicht vorgesehen, dass man hier lang läuft. So, zack. Sind wir wieder draußen. Und ja, dann müssen wir jetzt hier mal gucken, wo wir noch überall hinkommen. Also,
Da drüben waren wir schon drin. Auf dem Ding obendrauf waren wir noch nicht. Aber da fällt mir ein, was uns noch fehlen könnte. Und zwar, wenn wir jetzt nämlich hier hinkommen. So, zack. Und wir jetzt einfach uns dann gleich da runterfallen lassen, können wir es ja trotzdem mal mit runterfallen versuchen. Ich hatte zwar gerade eben gesagt gehabt, ja, ich glaube nicht, dass das was mit runterfallen jetzt zu tun hat. Also, ich glaube, es geht auch anders. Aber es könnte sein, dass das erst nach dem Bosskampf unlockt wird. Aber wir können uns ja trotzdem da erstmal so runterdroppen. Oh, das sieht hier ganz schön strange alles aus. Lol, da drüben ist eine Röhre. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt aus der richtigen Richtung jetzt kommen. Ich hoffe es mal. Ja, okay, geht auch so. Geht auch so auf jeden Fall. Da gehen wir mal in die Röhre rein. Mal gucken, wo wir rauskommen. Okay, nice. Wir kommen in irgendeinem Treasure Room raus, wo wieder ein Mond drin ist. Let's go. Hier haben wir den Mond auch noch. Schatz der Drehkreuze. Haben wir zwar, denke ich mal, jetzt nicht so geholt, wie man eigentlich holen sollte. Aber ist ja egal. Ist ja egal, solange wir den Mond haben. Ist ja alles gut. Aber da können wir uns, glaube ich, nochmal runterjobben lassen. Denn ich glaube, da hinten sollte auch nochmal was gewesen sein. Hier ist zwar jetzt nichts, aber da unten. Ja. Lol, was? Den Mond haben wir schon. What? Den Mond haben wir? Wo ist denn der? Wo haben wir denn jetzt den Mond damals? Ach, der ist hier. Ah, okay. Ja, dann haben wir den Mond jetzt hier auch. Dann, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich wollte ich den Bosskampf in dem Part nicht machen. Aber da ich gerade eben hier nicht die Zeit offen habe und ich denke mal, der Part wäre jetzt noch kurz und der Konstellation, würde ich mal sagen, können wir den Bosskampf noch mit reinmachen. Da können wir den Bosskampf noch mit reinmachen. Ich meine, wir haben jetzt ja eigentlich so gut wie alles gemacht. Wir können ja nochmal den Stein gucken, ob da irgendwo so ein Mondstein ist, wie er dort gerade eben im Wald am Anfang war. Aber nee, das sieht für mich alles nach sehr normalen Steinen aus. Okay, dann machen wir noch den Bosskampf in den Part mit rein. Dann geht's ab. Dann machen wir den noch. Dann machen wir hier noch den Bosskampf. Dann tun wir dann im nächsten Part, denke ich mal, dann noch ein bisschen die Monde abhaken, die nach dem Bosskampf freigeschaltet werden. Und dann könnten wir danach schon wieder ein neues Kingdom. Wir kommen zurzeit echt extrem gut durch. Also, wie gesagt, man darf natürlich nicht vergessen, einige Monde kommen erst nach dem kompletten Finale. Und ja, gehen wir mal hier runter. Und dementsprechend haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, fast alle. Dann sind wir jetzt hier unten bei diesem Roboter. Heimes Blumenfeld. So, Kollege, komm mal her. Wir kicken ihn einfach komplett eine rein. Na, hallöchen, Kollege. Was geht ab? Was geht ab? Kann sie nicht so die Blumen stehlen? Blumen, Blumen, Blumen. Muss alle Blumen haben. Gute Konversation. Gut. Leg dich nicht mit mir an, Zwiebein. Nee, Zweibein. Zwiebein, genau. Zweibein. Ja. Jo, was müssen wir? Ich denke mal, wir müssen uns in die Teile reinbohren. Okay, gut. Ja, also wie gesagt, ich denke mal, wir müssen uns in die Teile reinbohren, damit er dann seinen Schutz verliert und wir ihm dann richtig eine unten reinhämmern können. Ja, okay. Ja, gut. So, was macht er jetzt? Ja, dem Laser können wir easy ausweichen. Gut. Dem können wir auch easy ausweichen. Ja, der darf jetzt aber nicht so hoch. Okay, gut. Den haben wir erstmal ausgewichen. Okay, haben wir noch einen Hit gegeben. Ja. Easy. 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 Zack. Haben wir noch. Geben ihm nochmal einen Hit rein. Okay, gut. Und ich glaube, jetzt hat er finale Form. Ja, ich glaube, es könnten jetzt ziemlich viele Laser werden. Ja, und die werden jetzt auch, glaube ich, ein bisschen schneller nochmal. Ey, könnte das ein No-Hit-Boss werden?
Also no damage. Könnte wirklich was werden. Ja, spawn die wieder. Ja. Zack. Haben noch einen Hit gegeben. Zack. Und jetzt, jetzt war's das mit dir. KO mit dir. Let's go. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Ab geht's. Tod mit dir. Und da wird jetzt hier der zweite Multimond. Ey, die sehen so nice aus. Der zweite Multimond aus der Welt. Zack. Der zweite Multimond. Ab geht's. Verteidige das geheime Blumenfeld. Ja, das sieht schon mal ziemlich gut aus jetzt. Haben wir schon mal ziemlich viel aus dem Land geschafft. Haben auch den zweiten Bossfight jetzt erfolgreich absolviert. Und da würde ich einfach mal sagen, so führt nach Blumen. Ja, ihr könnt es schon sehen, jetzt ist ja hier schon mal neuer Inhalt da. Da werden wir einfach mal, da würde ich einfach sagen, wir machen dann im nächsten Part weiter mit dem Ganzen hier. Da machen wir im nächsten Part weiter. Ey, hier ist ein kleiner Eichhörnchen. Da machen wir einfach im nächsten Part weiter mit dem Ganzen. Oh, hier ist ein Goldgänger. Und ja, liken und abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Will ich ja bloß noch mal gucken, was jetzt hier oben drin ist. Nee, das ist nichts, oder? Ist da ein Mond? Nee, sieht nicht so aus. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder, was dann morgen wieder das nächste Video online kommt. Ey, da vorne ist noch Dings. Noch mal Münzen. Ja. Mehr Landeswährung. Wie viel haben wir jetzt inzwischen schon? Ja, wir müssen inzwischen schon 90. Ich finde nur noch 10 Stück. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, haut da rein. Bis dahin. Like und abonnieren nicht vergessen. Ich habe erstmal noch den Controller an den Tisch gehauen. Und ciao.